Fräulein Anna Pollinger war vom 1.3.1929 bis 27.09.1929 in der Kraftwagenvermietung National als Büromädchen tätig und bewährte sich selber als ehrlich, fleißig und pflichtbewusst. Fräulein Pollinger scheidet aus infolge Liquidation der Firma. Harry bestellte 2 Wiener Schnitzel mit Gurkensalat, ließ aber hernach das Seine stehen, weil es ihm zu dick war, verlangte russische Eier und sagte: »Wissen Sie, Fräulein, dass ich etwas nicht ganz verstehe? Wieso kommt es nur, dass ich bei Frauen so viel Glück habe? Ich habe nämlich sehr viel Glück. Können Sie sich's vorstellen, wie viele Frauen ich haben kann? Ich kann jede Frau haben, aber das ist halt auch nicht das Richtige.« Er blickte verträumt nach der Benediktenwand und dachte: »Das Beste ist, ich warte, bis es finster ist. Dann fahre ich zurück und biege in einen Seitenweg. Und wenn sie nicht will, dann fliegt sie halt raus.« »Bin ich stolz auf meine Taten, stehst du zu mir auch noch morgen, wenn ich alt bin und im Schaukelstuhl. Bin ich dann zufrieden, hab ich die Welt ein Stück bereichert.« Das Fräulein Pollinger und der Herr Reithofer gingen über den Sendlinger Torplatz. »Und was hat das Fräulein für einen Beruf?«, fragte er. Sie sah ihn forschend an, ob er es bereits erraten hätte, und überraschte sich dabei, dass es ihr peinlich gewesen wäre. »Eigentlich habe ich das Nähen gelernt«, sagte sie und ärgerte sich nun über ihr ängstliches Gefühl. Denn die Männer sind feine Halunken und daran ändert auch ihre Arbeitslosigkeit nichts. Ob dieser feine Arbeitslose wohl 3 Mark habe, überlegte sie und stellte ihn auf die Probe. »Ich möchte jetzt gern ins Kino da drüben«, sagte sie. »Wenn alles rund läuft, hast du 100 nach Barcelona«, sagte er. »Geh, wer wird denn so blöd sein?«, meinte sie und ließ ihn sitzen. Da kam sie, das Fräulein Anna Pollinger. »Ich fahre nach Barcelona«, begrüßte er sie. »Wieso?«, fragte sie und sah ihn erschrocken an. »Denn Baby, du hast, was ich brauche und was mich glücklich. Du hilfst mir schon mit deinen Worten jeden Tag. Du bist so stark.« »Wenn ich ein Kind bekommen täte, das wäre das größte Unglück.« Dann erschrak sie über ihre Worte. »Warum weinst du?«, fragte Fritz. »Ich hab es nicht gern, wenn du weinst. Heuer fällt Allerheiligen auf einen Samstag. Das gibt einen Doppelfeiertag und wir machen eine Bergtour.« Und er setzte ihr auseinander, dass bekanntlich die Erschütterungen beim Abwärtssteigen sehr gut dafür wären, dass sie kein Kind kriegt. Als sie auf dem Gipfel standen, war es schon ganz Nacht, aber droben hingen die Sterne. Unten im Tal lag der Nebel und stieg langsam zu ihnen empor. Es war sehr still auf der Welt und Anna sagte: »Der Nebel schaut aus, als würden da drinnen die ungeborenen Seelen herumfliegen.«
trinken, für die anderen sich schön zu schminken, für den Bauern ein Leben mit gesunden Tieren, für den Konzern billig zu produzieren. Aus welchem Land du auch kommst und was mit dir ist, es ist schön, dass du hier bist. Für den einen ist es Liebe, für den anderen Zuversicht, für den einen ist es Freiheit und für den anderen nicht.